Moin Leute und herzlich willkommen zu meiner Bundesliga-Prognose 2023-2024. Ich habe hier eine kleine Tierliste erstellt und zwar mit den Feldern 1 bis 4, also Platz 1 bis 4, Europa, oberes Mittelfeld, unteres Mittelfeld, Abstiegskampf und Abstieg. Und hier unten habe ich alle Clubs vorbereitet. Und Freunde, dranbleiben lohnt sich, denn ich habe am Ende auf jeden Fall auch noch ein paar Awards zu vergeben. Also seid gespannt. Und damit legen wir los mit dem ersten Verein, der mir hier angezeigt wird. Bayern 04 Leverkusen. Also ich muss sagen, ich sehe Leverkusen dieses Jahr stark. Also für mich auf jeden Fall entweder Europa oder 1 bis 4. Viele würden eher sagen 1 bis 4. Also bei den meisten ist Leverkusen irgendwie so der klare Platz 4. Tabellenplatz 4, Bayern 04 Leverkusen. Deswegen mache ich Leverkusen auf 4. Bei mir sehe ich sie eher auf Platz 5, von daher nach Europa. Machen wir weiter mit dem FC Bayern, der kommt auf Platz 1, da braucht man nicht viel gegen sagen. Machen wir weiter mit Borussia Dortmund, die sehe ich dieses Jahr nicht ganz so stark wie die meisten. Vor allem aber eher sehe ich halt die Konkurrenten deutlich stärker. Und ich würde Dortmund natürlich immer noch in die Top 4 setzen, aber ich würde sagen genau Platz 4. Dann machen wir weiter mit Borussia Mönchengladbach und die sehe ich ehrlich gesagt dieses Jahr nicht stark. Also wirklich gar nicht. Man hat ganz viele gute Spieler verloren und von daher packe ich sie jetzt einfach mal auf Platz... Also ich würde so sagen Platz 13, Platz 14, aber ist das dann eher unteres Mittelfeld oder schon Abstiegskampf? Ich glaube, sie haben eher unteres Mittelfeld, sie haben wenig mit dem Abstieg zu tun, glaube ich, aber halt noch weniger mit Europa. Dann machen wir weiter mit dem SV Darmstadt, einer der beiden Aufsteiger, sehe ich persönlich richtig, richtig stark. Gute Spieler, gutes Spielprinzip, gutes Spielkonzept, gute Taktiken und von daher sage ich ganz ehrlich... Unteres Mittelfeld. Okay, jetzt Eintracht Frankfurt. Boah, finde ich schwer. Also entweder halt Europa oder oberes Mittelfeld. Viele sehen sie sehr stark. Jetzt, wo ich das hier aufnehme, ist Kolo Muani auf jeden Fall noch da. Ich weiß nicht, ob er bleibt. Von daher, es sieht sogar fast so aus, als würde Kolo Muani bleiben. Von daher, ich sag mal Europa, so Platz 7, Platz 8 so. Und mit Europa meine ich übrigens nicht nur Plätze 5 bis 7 dann, weil 1 bis 4 sind ja hier oben. Sondern auch so den Kampf um Europa. Also vielleicht auch so Platz 8, Platz 9 noch. Machen wir weiter mit dem FC Augsburg. Und ich sehe es ehrlich gesagt nicht, wie Augsburg dieses Jahr auf jeden Fall über Abstiegskampf ist. Vermutlich sogar Abstieg. Ich sag mal Platz 17 oder 16. Heidenheim ist für mich auch ganz klar Abstieg. Augsburg und Heidenheim sind für mich die zwei schlechtesten Mannschaften in der Bundesliga dieses Jahr. No front! Erster FC Köln. Ich würde mal sagen, Abstiegskampf, vielleicht sogar unteres Mittelfeld, aber ich sag mal so Platz 14, Platz 15, Platz 16, irgendwie da so. Mainz, oh, die sehe ich dieses Jahr ziemlich stark. Mit Stach, mit Burkhardt, kommen für mich in oberes Mittelfeld. Dann RB Leipzig, für mich ganz klar Top 4. Ich tue sie mal hier so vor den BVB, damit man sieht, dass Leipzig auf jeden Fall vor dem BVB abschneiden wird. Meiner Meinung nach Platz 2. Dann der SC Freiburg, ist für mich ganz klar Europa, Platz 6. Mit Grifo, der dieses Jahr nochmal richtig abliefern wird. Sehr, sehr starker Kader einfach. Hoffenheim, finde ich schwer. Entweder oberes Mittelfeld oder unteres Mittelfeld. Ich denke mal eher oberes Mittelfeld. So Platz 10, Platz 9. Und das ist für mich eher oberes Mittelfeld, weil ich finde, das Mittelfeld der Tabelle ist halt eigentlich so Platz 9 bis Platz 13. Union Berlin, oh... Diesen finde ich auf Platz 3, ehrlich gesagt. Ich sehe die deutlich stärker als Borussia Dortmund. Vor allem glaube ich, dass Geraldo Becker dieses Jahr richtig abliefern wird. Dann kommen wir jetzt zum VfB Stuttgart. Die sehe ich dieses Jahr auch eigentlich relativ stark, vor allem mit Gyurassi. Kommt für mich in unteres Mittelfeld. Dann der VfL Bochum. Für mich ehrlich gesagt auch Abstieg. Vielleicht auch, ja, ich tue sie mal eher Abstiegskampf, weil ich glaube, sie werden am Ende auf Platz 16 landen. Und auf jeden Fall die ganze Zeit was mit dem Abstieg zu tun haben. Dann machen wir weiter mit dem VfL Wolfsburg. Der vorletzte Verein sehe ich ehrlich gesagt auch beim Kampf um Europa mit. So Platz 6, Platz 7, Platz 8, irgendwie da so. Dann der letzte Verein, Werder Bremen. Für mich unteres Mittelfeld. Und jetzt werde ich die Vereine nochmal so positionieren, wie sie am Ende wirklich sein werden, meiner Meinung nach. Ein paar Sekunden später. Und so sehe ich dieses Jahr die Bundesliga. Platz 1 der FC Bayern. 2 RB Leipzig, Platz 3 Union Berlin, Platz 4 der BVB, Platz 5 Bayer Leverkusen,
6 Freiburg, 7 Wolfsburg, 8 Frankfurt, 9 Mainz, Platz 10 Hoffenheim, 11 VfB Stuttgart, 12 Darmstadt, 13 Werder Bremen, 14 Borussia Mönchengladbach, Platz 15 der 1. FC Köln, Platz 16 Bochum, Platz 17 Augsburg und Platz 18 Heidenheim. Und jetzt kommen wir noch zu meinen Awards. Die stelle ich euch jetzt alle einmal kurz vor. Und zwar Top Torschütze, Top Scorer, Top Vorlagengeber, der Trainer der Saison, der Top Youngster, Breakout Star, der beste Transfer und zwei Flops, nämlich einmal einen Spieler als Flop und einmal einen Verein als Flop. Für die ersten drei Kategorien habe ich übrigens auch eine Top 5 vorbereitet. Top Torschütze. Okay, finde ich interessant. Finde ich auch relativ schwierig. Aber auf Platz 5 habe ich da Karim Adeyemi, meiner Meinung nach der Top Torschütze von Borussia Dortmund. Wird da richtig, richtig stark sein und wird 16 Tore verbuchen. Auf Platz 4 habe ich Dani Olmo von RB Leipzig. Der wird dieses Jahr richtig, richtig Bock machen, richtig viele Skills raushauen und am Ende 17 Tore erzielen. Auf Platz 3 habe ich wieder einen RB Leipzig-Spieler und zwar Loi Openda. Wird meiner Meinung nach 19 Tore erzielen. Auf Platz 2 habe ich tatsächlich einen Spieler von Union Berlin und zwar Geraldo Becker mit 22 Toren. Und auf Platz 1, glaube ich, so der Top-Favorit für den Top-Torschützentitel, Harry Kane. Und zwar mit meiner Meinung nach 28 Toren, beziehungsweise meiner Prognose nach. Dann kommen wir jetzt zum zweiten Award, und zwar der Top-Vorlagengeber. Da habe ich auf Platz 5 Harry Kane, denn der ist ja nicht nur fürs Tore-Schießen verantwortlich, sondern auch für Vorlagen. Und wird meiner Meinung nach, beziehungsweise meiner Prognose nach, 9 Vorlagen geben. Auf Platz 4 habe ich den nächsten Bayern-Spieler, und zwar Joshua Kimmich mit 10 Vorlagen. Auf Platz 3 habe ich einen Union-Spieler wieder, und zwar Christopher Trimmel mit 11 Vorlagen. Auf Platz 2 einen BVB-Spieler, und zwar Julian Brandt, der meiner Meinung nach 13 Vorlagen machen wird und so der nächste Marco Reus einfach wird. Und auf Platz 1 der viertbeste Torschütze kann auch Vorlagen geben, nämlich Dani Olmo, und zwar mit unglaublichen 18 Vorlagen. Kommen wir jetzt zum dritten Award, und zwar Topscorer, also Tore und Vorlagen zusammen. Da habe ich auf Platz 5 Julian Brandt mit 19 Scorern, 13 Vorlagen, 6 Tore. Auf Platz 4 Karim Adeyemi mit 21 Scorern, 16 Tore, 5 Vorlagen. Auf Platz 3 Geraldo Becker mit 26 Scorern, 22 Tore und 4 Vorlagen. Platz 2 Dani Olmo mit 35 Scorern, nämlich 17 Tore und 18 Vorlagen. Und ganz, ganz knapp auf Platz 1 mit 2 Scorern mehr, Harry Kane. 28 Toren, 9 Vorlagen. Kommen wir zum vierten Award. Ab jetzt habe ich nämlich keine Top 5 Liste mehr, sondern nur noch einen einzigen. Und zwar der Trainer der Saison. Ein Kandidat, den ich am Anfang nehmen wollte, war Urs Fischer, der Trainer von Union Berlin. Aber am Ende bin ich doch eher auf Marco Rose hinausgekommen. Keine Ahnung, ob das richtiges Deutsch war. Ich glaube nicht. Denn der spielt richtig geilen Fußball und wird ja meiner Meinung nach auch Zweiter mit Leipzig. Auch wenn ich es mir nicht wünschen würde. Dann der fünfte Award, Top Youngster. Und da würde ich jetzt natürlich jetzt keinen Jamal Musiala oder Florian Wirtz und Co. nehmen, sondern jemanden, der bisher noch nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Und zwar Joe Skelly. Ich weiß, ich habe Gladbach ja auf Platz 14 getan, aber Joe Skelly wird so ein bisschen das, was in der letzten Saison Frimpong war. Nämlich ein richtig guter Rechtsverteidiger, jung, schnell, offensiv ebenfalls begabt und mindestens mal 8-9 Vorlagen geben. Also wäre bei mir vermutlich auf Platz 6, was die Top-Vorlagengeber angeht. Dann Breakout-Star der Saison. Da habe ich tatsächlich jetzt zwei, und zwar einmal einen Bayern-Spieler und einmal einen Union-Spieler. Der Union-Spieler ist Geraldo Becker, weil der wird ja absolut geisteskrank viele Tore und Vorlagen machen, meiner Meinung nach, meiner Prognose nach. Und dann noch der Bayern-Spieler, und zwar Mazraoui, wird diese Saison einfach so richtig starker, solider Rechtsverteidiger. Und vorher war er das halt einfach meiner Meinung nach nicht, zumindest nicht auf einem Bayern-Niveau. Dann der beste Transfer, für mich ganz, ganz klar und eindeutig Harry Kane. Können wir einfach so stehen lassen, brauche ich gar nichts groß zu sagen. Dann der größte Flop als Spieler, habe ich tatsächlich einen Österreicher vom FC Bayern, gerade von Leipzig zu Bayern gewechselt, beziehungsweise halt vor ein paar Wochen, und zwar Konrad Leimer. Bayern hat schon öfters einen Spieler geholt, der so ein Backup sein sollte für Goretzka und Kimmich, hat fast nie funktioniert. Also es hat mit Rocker nicht funktioniert, Tolisso, Sabitzer, und ich glaube Leimer wird da einfach nur der Nächste in der Reihe.
Und sorry, falls man hier die ganze Zeit irgendwelche Autos und Motorräder oder so von draußen hört, da geht gerade richtig die Party ab. Verpiss dich, du Mann! Jetzt kommen wir zum letzten Award, und zwar der größte Flop als Verein. Und da habe ich ziemlich offensichtlich Borussia Mönchengladbach. Denn die werden ja meiner Prognose nach gerade mal 14. und spielen damit mehr um den Abstieg als um die Conference League Quali. Und das war's. Meine Bundesliga-Prognose 2023-24 plus noch einige Awards. Schreibt mir mal eure Meinung dazu in die Kommentare, und damit sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Haut rein und ciao.